In dieser Datenbank sollen Formulare mit Unterformularen angelegt werden. Ich will zunächst zeigen, was vorliegt. Ich habe hier eine Mitarbeitertabelle und die Mitarbeitertabelle ist mit den Seminaren über eine 1:N-Beziehung verknüpft. Das sehen wir hier, wenn ich da doppelt darauf klicke. Zu einer Personalnummer bei Mitarbeiter können hier aus der Seminare-Tabelle N Datensätze gehören, je nachdem, wie viele Seminare der besucht hat, der Mitarbeiter. Wenn ich dann bei der Mitarbeitertabelle die Daten anschaue, dann sehe ich hier vorne in der ersten Spalte schon so ein Symbol, ein Pluszeichen. Und da kann ich dann sehen, wie viele Seminare oder welche Seminare jemand besucht hat. Wenn diese Beziehung vorliegt und es wird über Erstellen Formular ein neues Formular erstellt, das habe ich gerade schon mit dem Daraufklicken getan, dann wird diese Anordnung, die wir eben in der Tabelle gesehen haben, auch automatisch im Formular zu finden sein. Wir sehen, hier oben ist der Datensatz aus der Tabelle Mitarbeiter im oberen Teil des Formulars angelegt. Und hier unten haben wir ein Unterformular und da stehen die von diesem Mitarbeiter besuchten Seminare. Und wenn ich da weiter blättere, dann sehen wir, hier unten gibt es jetzt andere Einträge. Und wenn ich nochmal weitergehe und nochmal, dann sehen wir hier, bei der Karin Huber gibt es noch gar kein Seminar. Wir schauen uns an, was der Assistent da gemacht hat. Dazu gehe ich in die Entwurfsansicht. Und ich sehe hier unten unterhalb der Felder aus der Mitarbeitertabelle ist ein Objekt eingebettet, das heißt Tabelle Seminare. Statt diesem eingebetteten Element kann man auch ein Unterformular einbauen. Ich entferne das jetzt mal, mache auch noch zwei Felder weg, damit das ein bisschen übersichtlicher ist. Und bringe jetzt ein Unterformular hier in diesen unteren Bereich ein. Und das geschieht über das entsprechende Symbol hier oben in der Gruppe Steuerelemente, Unterformulare, Unterbericht. Da klicke ich darauf und zeichne dann hier so ein Rechteck ein und bekomme dann den Unterformularassistent. Eine bereits vorhandene Tabelle und Abfrage kann ich verwenden. Ein vorhandenes Formular gibt es noch nicht, deshalb ist das die einzige Option. Gehe auf Weiter und suche mir jetzt die passende Tabelle aus. Das ist die Seminare-Tabelle. Ich übernehme alle Felder, die ich benötige. Wenn ich Felder nicht benötigen würde, dann kann ich das auch wieder zurückschieben in der gewohnten Weise. Gehe dann auf Weiter. Wenn es wie hier schon Beziehungen gibt über die Personalnummer, dann kann man hier einfach auf Weitergehen. Wenn es die nicht gibt oder wenn ich die vorhandenen ändern will, gehe ich auf Eigene definieren und wähle dann hier aus der Mitarbeitertabelle die Personalnummer aus und aus der Seminare-Tabelle die PNR. Und dann wird angezeigt, dass die jetzt in Beziehung stehen. Ich gehe auf Weiter. Der Vorschlag für dieses Unterformular lautet Seminare-Unterformular. Das kann ich aber ändern. Das soll heißen besuchte Seminare. Dann gehe ich auf Fertigstellen und ich sehe, hier ist jetzt ein Formular eingebracht. Das ist aber noch sehr schmal. Das kann ich ein bisschen verbreitern. Und dann schaue ich mir das Ergebnis an, indem ich hier auf die Schaltfläche Formularansicht klicke und ich sehe, jetzt habe ich ähnlich wie eben ein Unterformular. Das ist jetzt nur auf eine andere Art und Weise eingebracht worden. Und wir sehen auch, dass es jetzt hier dieses Unterformular besuchte Seminare gibt.